dem heutigen Brookhaven Roleplay Video werde ich ein Cheerleader. Seid gespannt, was alles passieren wird und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Wir sind die Besten, go Dodge! Yay! Woohoo! Wow, das war ein Wahnsinnstraining, Mädels. Wenn wir so weitermachen, dann können wir die Championships gewinnen. Das stimmt, Laura. Es war wirklich perfekt. Wenn wir so weitermachen, können wir definitiv in 8 Wochen die Championships gewinnen. Wir müssen einfach weiter trainieren und dann schaffen wir es. Okay, Mädels, ich muss aber jetzt weiter. Mein Freund wartet schon auf mich. Tschüss! Ein paar Sekunden später. Hey, Babe, na was geht? Wie war Cheerleading? Oh, hi, Schatz. Cheerleading war super. Wenn wir so weitermachen, dann können wir definitiv zu den Championships. Wow, das ist richtig cool. Oh nein, Schatz. Ich habe plötzlich so richtige Bauchschmerzen. Ich glaube, du musst mich ins Krankenhaus bringen. Schnell! Halte durch, Laura. Ich bring dich zum Arzt. 2 Stunden später. Oh nein, Philipp. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Das glaube ich nicht. Also, ich hoffe es zumindest. Oh, ich glaube, hier kommt der Arzt. Laura, wie geht's dir? Es geht so. Ich habe immer noch mega krasse Bauchschmerzen. Kein Wunder, Laura. Ich kann euch gratulieren. Du bist schwanger. Schwanger? Das geht auf keinen Fall. Ich habe in ein paar Wochen die Championships fürs Cheerleaden. Also ich will dir jetzt nicht alle Illusionen nehmen, Laura, aber das wird nichts. Das musst du absagen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber in 8 Wochen wird es dir nicht mehr möglich sein, zum Cheerleaden zu gehen. Oh nein, mein Leben, es ist zu Ende. Mein allergrößter Traum war einfach daran teilzunehmen. Hallo Laura, schön, dass wir uns wiedersehen. Oh, hallo Frau Doktor. Es ist mega komisch, dass Sie mir damals gesagt haben, dass ich schwanger bin. Und jetzt sind Sie diejenige, die mir hilft bei der Geburt? Ja, so ist es. Ich hoffe, die Geburt geht ohne Komplikationen. Ich hoffe auch. 6,5 Stunden später. Herzlichen Glückwunsch, Sandy. Du hast dein Baby bekommen. Wo ist denn der Papa? Der ist gerade noch in der Arbeit, aber ich habe ihn schon angerufen. Er müsste jeden Moment kommen. Hat die Kleine denn schon einen Namen? Ja, wir nennen sie Sandy. Mama? Mama? Ha, sie ist nicht da. Okay, los geht's, ab in ihren Schrank. Oh, und einfach mal alles anprobieren, was ich finden kann. Was ist das denn? Oh, das muss ich anprobieren. Wow, ich sehe richtig cool aus. Ich bin jetzt ein Cheerleader. Wow. Sandy? Sandy, was hast du da an? Ja, ich habe also das halt gerade, also ich bin dir was im Schrank gefunden und so. Sandy, das ist mein altes Cheerleader-Kostüm. Warum trägst du das? Ich weiß nicht, Mama, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du jetzt sauer wirst. Bitte zieh das sofort aus, Sandy. Ich möchte nicht, dass du das trägst. Bitte zieh dich um und komm zum Essen. Wow, warum war Mama denn jetzt so aufgebracht? Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, ich muss sie nochmal fragen, warum sie so aufgebracht war. Ich wollte ja nicht, dass sie jetzt sauer auf mich ist. 20 Minuten später. Du Mama. Was ist denn, Sandy? Du Mama, ich wollte mich entschuldigen, dass ich gerade vorhin das Cheerleader-Outfit anhatte. Das tut mir leid, Mama. Nein, mir tut's leid, Sandy, dass ich so überreagiert habe. Aber du musst wissen, ich wollte damals nichts anderes als die coolste Cheerleaderin der Welt sein. Und dann musste ich meinen Traum aufgeben. Und deswegen war ich jetzt einfach ein bisschen sauer, als ich dich da drin gesehen habe. Bitte sei mir nicht böse, ja? Nein, Mama, ich bin dir nicht böse. Aber warum musstest du denn deinen Traum aufgeben? Ach, Sandy, das hatte mehrere Gründe. Ich bin einfach erwachsen geworden. Das klingt ja furchtbar, Mama. Ich glaube, ich will nie erwachsen werden, wenn man dann seine Träume aufgeben muss. Nein, nicht jeder muss seine Träume aufgeben. Aber ich musste sie eben aufgeben. Aber wenn du eines Tages Cheerleader wirst, dann werde ich dich unterstützen, so gut ich kann. Cheerleader werden?
Das klingt cool, Mama. Wie meinst du das, Sandy? Du willst Cheerleader werden? Das klingt total anstrengend, Sandy. Nein, das klingt gar nicht anstrengend. Das klingt super, super cool. Die machen so lustige Sachen, weißt du? Welche denn? Ja, so akrobatische Dinge, hat die Mama gesagt. Guck, wieso zum Beispiel? Und so Laola-Sachen. Lauter coole Dinge. Sandy, ich bin mir nicht sicher, ob ich Laolan möchte. Ganz ehrlich. Ach Mann, Mila, stell dich nicht so an. Wir werden Cheerleader. Auf alle Fälle werden wir Cheerleader. Na gut, Sandy, wenn du meinst. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich das überhaupt schaffe. Aufnahmeritual oder was du gesagt hast. Ja, die haben so ein Aufnahmeritual. Aber wir haben noch ein paar Jahre Zeit, bevor wir uns da bewerben. Und bis dahin trainieren wir und sind Cheerleader. Okay? Okay, Sandy. Oh mein Gott, Mila, ich kann es wirklich kaum glauben, dass wir uns wirklich vorstellen bei den Cheerleadern. Wenn wir das jetzt schaffen, wenn wir das schaffen, Mila, dann sind wir Cheerleader. Und dann kann ich den Traum meiner Mama leben. Dann können wir zur Cheerleader Championship gehen und die gewinnen. Sandy, bist du dir sicher, dass wir das machen sollen? Nur für deine Mama? Denn irgendwie klingt es nach mega krass viel Arbeit. Wir machen das nicht nur für meine Mama. Ich möchte unbedingt Cheerleader werden. Ich finde es mega, mega cool. Und dass meine Mama dann stolz auf mich ist, das ist einfach ein Bonus. Papa hat auch schon gesagt, ich muss es nicht machen, wenn ich nicht möchte. Aber ich bin mega stolz und ich werde noch stolzer sein, wenn ich wirklich Cheerleader werde. Und ich hoffe einfach, dass wir das hinbekommen, Mila. Zusammen. Na gut, Sandy. Ich werde mein Bestes geben, aber versprechen kann ich nichts. Wir schaffen das, Mila. Ein paar Sekunden später. Hallo, ihr beiden. Ich bin der Coach. Ihr, glaube ich, seid die Letzten, die dran sind, oder? Ich glaube, ja. Ich bin Sandy und das ist Mila. Okay, Sandy, du bist die Nächste. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, Coach. Okay, los geht's. Go, go, Brookhaven! Go, go, Brookhaven! Wir sind die Besten! Keiner besiegt uns! Go, Brookhaven! Eine Stunde später. Sandy, wann glaubst du, verkünden die endlich, wer ins Team aufgenommen wird? Ich habe keine Ahnung, Mila. Es ist schon ewig lange jetzt. Und wir haben noch nichts gehört. Und es haben mir noch einige andere Mädchen vorgesprochen. Egal, ob ich aufgenommen werde oder nicht. Ich möchte jetzt endlich wissen, was Sache ist. Sandy und Mila, kommt bitte rein. Sandy, Mila, ich möchte euch gerne Antonia vorstellen. Sie ist Cheerleader-Captain. Hallo, Antonia. Hi, Antonia. Hi, ihr beiden. Ihr seid als allerletztes dran, weil Antonia euch etwas verkünden möchte. Ja, Sandy und Mila, herzlich willkommen. Ihr seid jetzt Cheerleader. Oh mein Gott, Mila, wir haben es geschafft. Wir sind wirklich Cheerleader. Ja, Sandy, ich kann es überhaupt nicht fassen. Wir Cheerleader, das ist cool. Nochmal herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Aber vergesst nicht, jetzt fängt die harte Arbeit tatsächlich erst an. Denn wir müssen ein Team werden und zusammenfinden. Morgen ist das erste Training. Das Training beginnt um 17.30 Uhr. Wir werden da sein. Ja, das werden wir. Danke, Coach. Danke, Antonia. Mama, Mama, ich bin daheim. Mama, stell dir vor, Mama. Wie ging das Cheerleader-Training? Ich hab dir so unfassbar krass die Daumen gedrückt. Bist du jetzt Cheerleader? Du hast die Uniform behalten. Ja, Mama, ich bin aufgenommen worden und Mila auch. Wir haben es geschafft. Wir sind Cheerleader. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann können wir zur Cheerleader Championship gehen. Und dann kann ich sie für uns gewinnen, für unsere Familie. Wow, Sandy, ich bin so stolz auf dich, dass du in meine Fußstapfen trittst. Es ist einfach nur wunderbar. Ich werde dich unterstützen, egal bei was. Ich bin so stolz auf dich. Am nächsten Tag. Okay, Mädels. Seid ihr bereit für die erste Formation? Ich glaube schon. Wahrscheinlich. Klar, Coach. Na, wie gut, dass wenigstens eine richtig gut vorbereitet ist. Ja, nur schade, dass wir es nicht sind, Mila. Egal, okay. Was müssen wir nochmal machen? Sandy, habe ich dir doch gerade schon erklärt. Ihr stellt euch hin, Antonia ist vorne, ihr beide seid hinten. Und ihr müsst gleichzeitig die Aktionen ausführen, okay? Okay, wir probieren's. Es geht los, auf mein Zeichen. 3, 2, 1.
Mädels, es ist komplett falsch. Ihr müsst gleichzeitig. Es tut uns leid, Coach. Wir probieren es nochmal. Okay, dann nochmal. 3, 2, 1. Ja, jetzt wird's doch langsam besser, Mädels. Sehr gut. Super macht ihr das. Langsam aber sicher wird's. Puh, das Training heute war mega anstrengend. Wie oft haben wir eigentlich Training die Woche? 4-mal. 4-mal? Das ist richtig viel. Aber okay, wir wollen ja was erreichen. Ach, ich sehe mein Leben schon an mir vorbeiziehen. 4-mal die Woche Cheerleader-Training. Ich habe mich ja einfach reinziehen lassen. Es tut mir leid, Mila. Aber es macht doch Spaß, oder? Ja, Spaß macht's schon, aber 4-mal die Woche? Oh Mann. 3 Wochen später. Endlich morgen. Heute haben wir endlich die Generalprobe. Und dann fahren wir zu den Cheerleader Championships. Ich kann's kaum erwarten. Oh, guten Morgen, Schatz. Wie geht's dir? Oh, hi, Mama. Ich bin schon so aufgeregt. Heute haben wir endlich die Generalprobe. Nochmal vielen Dank für deine krasse Hilfe. Ich glaube, ich bin mega gut vorbereitet. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass wir gewinnen werden. Ich auch, mein Schatz. Lass uns frühstücken. Oh ja, gerne. Sandy, um Gottes Willen. Mama, mein Bein. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. 20 Minuten später. Au, Mama, mein Bein tut so weh. Die Ärztin hat gerade schon gesagt, du wirst gleich geröntgt, mein Schatz. Oh je, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Das Bein ist bestimmt gebrochen. Wie wir bereits vermutet haben, ist das Bein leider gebrochen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich hätte gesagt, Sandy muss jetzt um die 6 Wochen einen Gips tragen. Danach wird es langsam wieder besser gehen. 6 Wochen? Ach Mann, Mama, die Cheerleader Championships. Ach mein Schatz, sei ganz beruhigt. Es ist vollkommen egal, ob wir da hingehen oder nicht. Dein Leben ist viel wichtiger. Ich bin einfach nur froh, dass du lebst. Werd einfach wieder gesund und wenn du danach noch cheerleaden möchtest, dann kannst du's. Oder du kannst zum Fußball oder wo auch immer hin. Hauptsache, dir geht's gut. Du hast recht, Mama. Das Wichtigste, was wir haben, sind wir selber, unsere Familie. Dann war es aber mit diesem Roleplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!